In den Grenzregionen Polens herrscht Unruhe, seitdem Wagner-Söldner gemeinsam mit belarussischen Spezialeinheiten trainieren. Die Bewohner berichten gegenüber NTV von Explosionen und Schüssen, die mutmaßlich von den Militärübungen stammen. Die Geräusche der Armeehelikopter sollen so stark sein, dass die Vibrationen in den Häusern zu spüren seien. Die Menschen vor Ort hätten sich zwar teilweise an den Lärm gewöhnt. Doch die Nähe der Wagner-Söldner zu Polen schürt bei ihnen die Befürchtung, dass der Krieg in der Ukraine sich auf das Land ausweiten könnte. Die polnische Regierung hat bereits am 2. Juli, wenige Tage nach dem Aufstand der Wagner-Söldner, 500 zusätzliche Polizisten als Verstärkung entlang der Grenze stationiert. Russland erklärte, dass Polen ein aggressives Land sei und dass die Verstärkung der polnischen Streitkräfte an der Grenze zu Belarus Anlass zur Sorge gebe.